Als Klaus Keller an einem Donnerstag im Januar seinen Wagen in einem Parkhaus in der Mainzer Innenstadt abstellt, kann er nicht ahnen, dass die Vorderseite seines Fahrzeugs wenige Stunden später so aussieht. Ganz offensichtlich ist mir jemand in den Bereich des vorderen Kotflügels reingefahren und hat die Stoßstange nach rausgedrückt sozusagen. Die war rausgerissen. Sie hielt noch, aber sie war rausgerissen und die ganze Kotflügelumrahmung war verbogen. Ein Schaden von knapp 2000 Euro, den Keller, als er den Wagen aus dem Parkhaus holt, aber zuerst gar nicht bemerkt. Der Schaden war auf der rechten Seite und ich steige immer links ein. Und normalerweise läuft man nicht um sein Auto herum, um an den Fahrerbereich einzusteigen. Und zu Hause komme ich aus meiner Haustür raus und gucke auf die rechte Seite und ich dachte, mich trifft der Schlag. Da der Verursacher des Schadens keine Nachricht hinterlassen hat, ruft Keller die Polizei an. Die haben das auch genau vermessen und dokumentiert und fotografiert und haben mir aber gleichzeitig gesagt, ja, jeden Nachmittag kämen 5 Leute und würden irgendwelche Fahrschäden oder Unfallflucht oder sowas angeben. 250.000 Fälle von Fahrerflucht ohne Personenschäden gibt es, Schätzungen zufolge, pro Jahr in Deutschland. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP denkt deshalb darüber nach, bei Fahrerflucht Straffreiheit zu gewähren. Allerdings nur in Fällen, in denen keine Personen verletzt wurden. Fahrerflucht soll dann nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. Kleinere Aktenberge, weniger Strafverfahren, das ist das Ziel des Bundesjustizministers. Der Rheinland-Pfälzische Richterbund allerdings ist skeptisch. Eine Entlastung der Justiz wird damit nicht eintreten, so meinen wir. Wenn es eine Ordnungswidrigkeit werden würde, würde die Justiz nach wie vor damit beschäftigt sein. Denn auch gegen einen Bußgeldbescheid kann man Widerspruch einlegen, kann das Gericht anrufen. Bevor die Gerichte ins Spiel kommen, hat die Polizei mit den Fahrerflüchtigen zu tun. Im Polizeipräsidium Mainz sind für 2022 knapp 1200 Fälle aktenkundig, bei denen nur Blechschäden entstanden sind. Eine Herabstufung von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit würde wohl keine Entlastung bedeuten, schätzt man auch hier. Ich gehe davon aus, dass die Arbeit jedoch dann nicht zur Staatsanwaltschaft geht, sondern zur Bußgeldstelle und dann dort weiter bearbeitet werden muss. Das heißt, es wird nicht weniger Arbeit, aber die Arbeit verlagert sich praktisch. Könnte ich mir vorstellen, dass es passiert, ja. Ein leichter Blechschaden ist schnell entstanden. Eine kleine Unachtsamkeit beim Einparken genügt oft schon. In vielen Fällen bemerken es die Verursacher auch gar nicht, etwa wenn sie nicht mehr gut hören oder sehen können. Eine saftige Strafe droht bisher trotzdem, wenn sich der Verursacher vom Tatort entfernt. Zu hart, findet der ADAC und unterstützt die Überlegungen des Bundesjustizministers. Das mit der Ordnungswidrigkeit sei richtig. Allerdings müsste auch eine Ordnungswidrigkeit angemessen geahndet werden, abhängig von der Höhe des entstandenen Schadens. Bei größeren Schäden etwa mit einem Fahrverbot vergleichbar, wenn ich mehr wie 31 km/h in abgeschlossener Ortschaft zu schnell fahre wie erlaubt, habe ich 4 Wochen Fahrverbot. Das kann man damit in etwa vergleichen. Ich könnte vielleicht auch mir sogar vorstellen, dass man ein Fahrverbot damit anheftet. Dann ist man immer noch nicht vorbestraft. Dann hat man 4 Wochen Fahrverbot, wenn ich mich unerlaubt entferne, ohne jegliche Nachricht zu hinterlassen. Im rheinland-pfälzischen Justizministerium ist Buschmanns Amtskollege und Parteifreund Justizminister Mertin skeptisch, ob die Pläne mit der Ordnungswidrigkeit wirklich etwas bewirken können. Er schlägt vor, dass die Täter den Schaden über ein Online-Portal melden können sollen. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller im Interesse der Geschädigten, aber auch des Schädigers, dass man das Gesetz so modifiziert, dass es eben ganz leicht für den Schädiger möglich ist, selber die Daten der Polizei zu übermitteln und dann wegfahren zu können. Damit hat der Schädiger alles getan, damit der Geschädigte seinen Schaden liquidieren kann. Und er muss aber nicht ewig warten, bis die Polizei kommt. Klaus Keller übrigens ist zwiegespalten in der ganzen Debatte um Straftat oder Ordnungswidrigkeit bei Fahrerflucht. Einerseits kann ich verstehen, dass man die Polizei entlasten möchte. Bloß wenn es in den vierstelligen Bereich geht, das war bei mir der Fall, im niedrigen vierstelligen Bereich, knapp 2000 Euro,
dann finde ich das also keine Ordnungswidrigkeit, das ist keine Bagatelle. Und da würde ich also schon hoffen, dass das irgendwie abgestuft werden kann nach Schadensgröße oder so. Egal wie die Debatte ausgeht, wie sich der Justizminister entscheidet, eines hat sich bereits jetzt im Leben von Klaus Keller verändert. Wo immer er geparkt hat, er geht jetzt erst einmal um sein Auto herum und schaut nach, ob alles in Ordnung ist, bevor er wieder einsteigt.